Das Semester ist schon wieder fast rum, obwohl du gedanklich gerade erst gestartet bist. Deine Mitschriften gleichen eher einem Sammelsurium an Zetteln. Und die nächste Klausurenphase steht an. Zusammen mit unserem heutigen Kooperationspartner PDF Element, der uns bei der Produktion dieses Videos unterstützt hat, verraten wir dir heute unsere 5 Top-Tipps, wie du dich optimal auf anstehende Klausuren vorbereiten kannst. Also, los geht's! Das Gute an der ganzen Sache ist, deine Vorlesungszeit erstreckt sich über etwa 3,5 Monate, also ist es eine absehbare Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall, von Anbeginn an Ordnung und ein System in deine Lernunterlagen zu bringen. Hilfreiche Unterstützer sind dabei Ordner für jedes Vorlesungsfach, Post-its, Marker und Trennpappen, um zum Beispiel Vorlesung, Tutorium und Seminar zu trennen. Wenn du von Anbeginn an deine Vorlesungen nachbereitest und Lernzusammenfassungen und Lernskripte erstellst, hast du in der Klausurenphase weniger Stress und kannst dich direkt auf das Lernen konzentrieren. Unser Tipp Nummer 1 ist also, bring von Anfang an Ordnung in deine Lernunterlagen. Zum Thema Vorlesungen nachbereiten gehört natürlich auch das sinnvolle Mitschreiben in Vorlesungen. Das geschieht entweder, salopp gesagt, mit Stift und Papier oder aber mit Pen, Tablet und Laptop. Digital ist mittlerweile sehr viel, also warum nicht auch deine Mitschriften? Zum Lernen hast du alle Unterlagen, egal ob Mitschriften, E-Books oder die Dozentenskripte, häufig als PDF auf deinem elektronischen Gerät und bist orts- und zeitunabhängig, wenn du lernen willst. Um das Unileben zu vereinfachen, nutzen einige aus unserem Team PDF Element, ein Programm, mit dem wir mühelos die PDFs der Dozenten bearbeiten können. Das entsprechende, aber sehr teure Produkt eines namhaften Unternehmens kennt jeder, doch wir möchten dir heute eine kostengünstigere Alternative, nämlich PDF Element, vorstellen. Dieses Video wurde übrigens von PDF Element unterstützt und wir bedanken uns an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit. Also, du kannst bei PDF Element zwischen einer Basis- und einer Pro-Version wählen. Studenten zahlen übrigens nur die Hälfte, weshalb PDF Element viel günstiger als die namhaften Konkurrenzprodukte ist. Dabei ist es egal, ob du eine Jahres- oder eine Dauerlizenz wählst. Was kannst du nun alles nutzen? Neben den Basisfunktionen wie das Ausfüllen und Konvertieren von PDF-Dateien sowie das Bearbeiten von Texten und Bildern direkt in der PDF, ist es bei PDF Element auch möglich, die PDF in Word, Excel oder PowerPoint zu exportieren. Das bietet sich immer dann an, wenn du zum Beispiel auf Basis des Dozentenskripts einen Vortrag oder eine Seminarstunde halten musst. In der erweiterten Version stehen dir viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Wie bei klassischen Mitschriften kannst du deine PDF mit Kopf- und Fußzeilen versehen, Nummerierungen einfügen und Scans in bearbeitbare PDFs verwandeln. Auch die Möglichkeit des Konvertierens in andere Dateiformate sei hier als Vorzug genannt. Klar, in der Uni musst du häufig mit anderen zusammen Hausarbeiten erstellen, Vorträge vorbereiten, Sitzungen halten und so weiter. Für all diese Fälle und für deine Notizen bietet sich zusätzlich die Kommentarfunktion in der PDF an. Feedback, Verbesserungsvorschläge oder auch Änderungswünsche können so zeitnah eingepflegt werden, sodass ein schneller Informationsaustausch möglich ist. Aber das Beste für dich ist wirklich die einfache Handhabung, das schnelle Markieren und Hineinschreiben, insbesondere wenn du mit einem Pen und einem Tablet arbeitest. Unser Tipp Nummer 2 ist also, je besser und übersichtlicher du in den Vorlesungen mitschreibst, desto einfacher fällt dir das Lernen vor den Klausuren. Über Ordnung und Mitschriften haben wir schon gesprochen, doch das Wissen will nicht in deinen Kopf? Insbesondere zu Beginn des Studiums fällt es dir vermutlich schwer, mit der Stofffülle klarzukommen. Finde deshalb für dich heraus, welcher Lerntyp du bist. Bist du eher visuell, auditiv, motorisch oder kommunikativ eingestellt? Mach dir dieses Wissen zunutze. Musst du viel lesen, viel hören oder viel über den Lernstoff reden? Wenn du weißt, welcher Lerntyp du bist, fällt dir das Aussuchen der passenden Lernmethode viel leichter. Lernst du am besten, wenn du es anderen erklärst? Oder lernst du gut, wenn du immer in Bewegung bist, anstatt stur am Schreibtisch zu sitzen? Unser Tipp Nummer 3 lautet,
Finde für dich heraus, welcher Lerntyp du bist und welche Lernmethoden zu dir passen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Faktor für deinen Erfolg: die Zeit. Klingt banal, aber fang rechtzeitig mit dem Lernen an. 2 Wochen vorher reicht vielleicht gerade mal zum Bestehen. Und häufig schreibst du auch mehr als nur eine Klausur. Für dein eigenes Zeitmanagement ist dein Arbeits- bzw. Lernplan sehr von Vorteil. Am besten mindestens einen Monat vor der ersten Klausur erstellst du dir einen Lernplan als Übersicht über deine Fächer und Seminare, in der die Lerninhalte und gegebenenfalls deine Hausarbeiten festgehalten werden. Auch wenn das Erstellen natürlich ein paar Minuten deiner Zeit in Anspruch nimmt, es lohnt sich auf jeden Fall. Unser Tipp Nummer 4: Lernpläne sind deine treuen Begleiter und ein großer Schritt in Richtung gutes Abschneiden bei der Klausur. Vielleicht hast du das schon einmal von deinen Profs gehört: ich rate ihnen, Arbeits- und Lerngruppen zu bilden. Ganz so unrecht hat dein lieber Prof damit nicht. Denn wenn deine Kommilitonen und du das gleiche Ziel vor Augen habt, dann klappt das gemeinsame Lernen auch gut. Durch denselben Lernstoff muss jeder das gleiche lernen und die gegenseitige Motivation ist vorprogrammiert. Hast du Fragen, können diese in der Lerngruppe besprochen werden. Außerdem fragt ihr euch gegenseitig ab und könnt Aufgaben richtig diskutieren. Durch das Wiedergeben und Analysieren von Aufgaben und Inhalten prägt sich das Gelernte viel besser ein, als wenn du nur stur auswendig lernst. Hast du Tipps, um bessere Noten im Studium zu bekommen? Schreib sie gerne in die Kommentare. Du möchtest mehr Tipps? Schau dir zum Beispiel dieses Video zu Hausarbeiten managen an oder check unsere Playlist ab. Und in dem Sinne, Abo dalassen freut uns sehr und bis bald. Ciao.